Freunde, was geht? Wir sind hier heute in der Tiefgarage, weil wir haben eine Mission. Hinter mir steht mein allererstes Auto. Ihr kennt die Story. Mit 17 gekauft, nicht mal Führerschein gehabt, nur Probleme gehabt. Und seit einem Jahr steht die Karre quasi ungeliebt in meiner Garage rum. Heute ist der Zeitpunkt gekommen. Heute wollen wir die Karre zum Leben erwecken. Ich bin gespannt wie ein Bogen, ob wir das hinkriegen. Wir müssen wahrscheinlich Batterie ausbauen, Öl nachfüllen. Und das werden wir heute machen. Und ich würde sagen, damit gehen wir direkt ins Video. Stopp! Eine Sache fehlt noch. Wir sind kurz vor den 1000 Abonnenten. Jungs und Mädels, gebt nochmal alles. Drückt hoch den Eimer. Und yes, damit starten wir das Video. Vielen Dank für den ganzen Support. Es geht los. Komm mal ran an Mädel hier. Ihr seht schon, hier wurde lange nichts mehr gemacht. Das Problem ist jetzt, die Karre steht ein bisschen schief. Das heißt, ich fahre den erstmal hoch, ein bisschen gerade. Obwohl, erstmal bauen wir die Batterie auf. Ich zeige euch mal was. Beziehungsweise, ich zeige euch gar nichts. Ich probiere ihn mal anzumachen jetzt. Aber ich sage euch jetzt schon, das wird eine Nullnummer. Wenn jetzt angeht, wäre ein bisschen broke. Warte, ich mach doch erstmal gerade. Fahren wir den Kübel mal kurz hoch. Gerade. Ist der gerade jetzt? Besser ist es. So, jetzt müssen wir ein bisschen klettern. Mal her hier. So. Also, ich probiere mal anzumachen, die Möhre. Jetzt schön hier runterfahren, das wäre das Geilste. Ja, geht gar nichts. Der ist tot. Der ist heftig tot. Also, schauen wir mal unter die Motorhaube. Sehr gut. Oh. So. Das ist unser höchst professionelles Werkzeug für heute. Ein paar Schlüssel und ein paar Taschentücher. Fürs Auto, nicht für mich. So, erstmal die Motorhaube auf. Natürlich hier nur begrenzten Platz, aber das geht schon. Der steht immer noch nicht gerade. Ich muss den mal gerade machen. Wo ist denn der Pinsel hier? Hier haben wir das Wunderwerk der Technik. Ein Jahr wurde die Karre einfach nicht bewegt. Digga, hier ist wahrscheinlich gar nichts mehr an Öl drin. Ich hatte ja ein Riesenproblem mit Öl. Das Ding leckt ja wie eine Gießkanne. Wahrscheinlich wie eine Gießkanne. Auf jeden Fall, ich hoffe, hier ist überhaupt noch ein bisschen Öl drin. Das werden wir gleich mal ein bisschen prüfen und dann, wartet mal kurz. Ja, so. Und dann schauen wir mal, ob da Öl drin ist. Ansonsten kippen wir noch Öl nach und ich muss die Batterie ausbauen. Die da. Weil die ist auch seit einem Jahr da drin und ja, können wir uns selber denken. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal Öl nach. Da bin ich selber gespannt. Obwohl, das machen wir gleich, damit er sich erstmal austarieren kann. Wir bauen jetzt die Batterie aus. So, Profi-Werkzeug in die Hand. So, das ist das Stück, was wir ausbauen müssen. Wolltest du Batterie oder Motor ausbauen? Batterie. Wahrscheinlich baue ich jetzt den Motor aus. Damit baue ich jetzt den Motor aus. Keine Ahnung, Digga. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe ganz am Motor gedacht. Wie viel wiegt der Motor überhaupt? Der hier? Ja. Der wiegt 250 Kilo. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich schätze mal 300 Kilo, 250. Aber in die Kommentare damit. Da sind noch ein paar BMW-Experten, die das wissen. Solltest du das nicht sein? Ich? BMW-Experte? Stimmt. Aber du bist der Experte. Ich schwitze jetzt schon, Mann. Ist so heiß hier drin. Wir haben gerade Sommer in Deutschland. Ich habe mal richtig Angst bei der Batterie, dass irgendwas in Flammen aufgeht oder dass ich einen Stromschock kriege. Egal. Ja, auch wenn gar nichts passiert, aber... Wäre ja, nicht so das Problem. Nee, wäre egal. Ist auch für die Community anders interessant, wie ich eine Batterie ausbaue. Das haben die noch nie gesehen in dem Leben. Aber heute ist der Moment gekommen. Spaß. Ich würde euch gerne irgendwelche Tipps geben beim Batterieabbau, aber ich habe selber keine. Deswegen mache ich einfach. Bruder, was klemmt denn der? Mann! Weg mit dir. Ich habe ihn vernichtet. Boah. Digga. Oh, Digga, was ist das? Spaß. Das ist ein Baukasten. Ach. So, wir haben ihn. Ich bin's. Ich lasse mal alles so. Das ist top. Erster Schritt ist getan, wir haben die Batterie ausgebaut. Die wird jetzt über Nacht geladen.
Kommt aber gleich ein Cut, keine Angst. Ich mache keine zwei Teile daraus. Das wäre auch krass, ne? Zweiteilig Batterie ausbauen. Nein, jetzt gucken wir mal, wie viel Öl in der Karre ist. Da bin ich am meisten gespannt, weil ich zeige euch mal kurz was. Warte mal, halt mal noch mal kurz. Gib mal her hier. Na, ein weiter noch. Jo, hier seht ihr es. Ein schöner Ölsee unter meinem Auto. Obwohl die Karre halt nicht mal bewegt worden ist. Der war kein einziges Mal an und leckt einfach. Deswegen bin ich gespannt wie ein Bogen, wie viel Öl da drin ist. Und das schauen wir jetzt mal nach. So. Boah, Leute, schaut euch das mal an. Guck mal, wie viel Zeugs da drauf ist. Genau deswegen fahre ich die Bude nicht mehr. Das Ding ist die letzte Müllbude vom Motor her. Also hier ist wirklich alles kaputt, was kaputt sein kann. Also wenn ich jetzt wirklich den Motor schonen wollen würde, müsste ich komplett neues Öl reinmachen. Also so. Ach Mann, macht doch alles keinen Sinn hier. Was ist denn das? Jetzt hier runter droppt, dann war es das komplett. Ja, wenn ich den Motor schonen wollen würde, müsste ich eigentlich komplett neues Öl reinmachen, weil das Ding ist einfach nur weiß. Hier ist, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es könnte sein, dass die Zylinderkopfdichtung hin ist und dass da Wasser reingekommen ist, beziehungsweise andersrum. Keine Ahnung, Digga, das Ding hat 1000 Probleme. Genau deswegen habe ich die auch erstmal hier hingestellt, weil ich keinen Bock hatte, alle zwei Wochen irgendein neues Problem zu beheben. Aber wir schauen mal, wie viel Öl hier drin ist. Oh, das geht ja sogar noch. Ist ja noch vor Minimum. Schau mal hier rauf. Ist ja noch vor Minimum. Da kippe ich noch ein bisschen was nach. Und dann läuft das alles wieder unten durch. Dann, genau. Okay, also Öl passt sogar soweit. Da kippe ich noch ein bisschen was nach. Batterie ist ausgebaut. Die werde ich mal nachladen. Und dann werde ich morgen wiederkommen. Und dann machen wir den Motor an. Ich bin so gespannt, ob das Ding läuft. Und dann werdet ihr sehen, warum ich den Wagen gekauft habe. Weil das Ding, wenn er läuft, dann läuft er wie ein Stück. Ihr wisst schon was. Aber das werden wir alles morgen sehen. Falls ihr irgendwelche Fragen zum Auto habt, stellt die einfach mal in die Kommentare. Vielleicht kann ich ja nochmal ein extra Video machen, auch wenn ich schon mal eins gemacht habe. Ja. Ansonsten. Jetzt der Motor. Jetzt bauen wir den Motor aus. Spaß. Bis morgen. Ich mache keine zwei Teile daraus. Das wäre auch krass, ne? Zweiteilig Batterie ausbauen.